Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Rise of the Ronin. Angekommen hier im Gebiet um Edo herum. Neues Gebiet, neues Langhaus haben wir bekommen. Und vor unserem Langhaus sieht das echt schön aus. Schaut doch mal hier diese Bäume an und so weiter. Große Wiese hier vor uns noch. Richtig schön. Da kommt man hier aus dem Langhaus raus und dann kriegst du so eine neue Sicht hier im neuen Langhaus. Nicht so wie in Yokohama, mitten in der Stadt. Ist das wirklich schön. Leute, willkommen zurück hier zum Let's Play. Folge 34 von Rise of the Ronin. Geht gleich weiter mit der Hauptgeschichte, weil Ryoma gleich hier neben dem Langhaus steht. Und dann warten natürlich auch noch neue Aktivitäten in dieser Gegend. Was heißt neue Aktivitäten? Dann neue Nebenquests, die ich auch noch abschließen möchte. Ich habe heute nochmal das Naginata ausgepackt. Nochmal die Stangenwaffe. Da haben wir ein bisschen Lust auf Abwechslung. Ich weiß, man muss die anderen Waffen mal ein bisschen hochleveln, damit sie noch effektiver sind. Aber ein bisschen Abwechslung muss sein. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich hier bin. Nee, stört mich nicht. So, wem haben wir denn hier zum Sprechen in meinem Langhaus? Gonzo, den ich ja wiederbelebt habe, der ist da. Mal gucken, ob die was Neues zu erzählen haben. Vielleicht kann ich auch noch ein Geschenk geben. Haben wir beide irgendwas zu klären? Ja, vielleicht. Okay, was zu fragen hat er nicht. Aber ich kann ihm ein Geschenk machen, damit er noch weiter im Rang steigt. Ah, von den Sachen habe ich hier nur noch eine. Gehen wir in die Zigarre hier. Oh, wie wunderbar! So, Leute, vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Episode. Oh, verstehe. Verstehe. So, dann haben wir noch die Katzendame zu Besuch. Für die muss man die ganzen Katzen in der ganzen Welt sammeln. Usogumo. Quatschen mit ihr. Danke für euren Besuch. Hi. Danke für euren Besuch. Nichts zu erzählen. Brauche ich gar nicht. Ich brauche hier gar nichts mehr schenken. Ich habe ja schon Gunst und alles voll. Usogumo Dayo. Bindungsstufe 4, Gunst auch. Ich müsste die mal besuchen. Die steht doch auch bestimmt irgendwo. Oh. Bisher haben mich ja alle Leute verfolgt hier. Auch nach Edo muss die auch sein, weil hier kannte ich nicht... Musst du schon los? Die anderen Gespräche wählen. Weil ich habe gerade gesehen, dass diese Leiste da voll ist für Gunst und so. Ich schau mal kurz, ob ich sie hier antreffen kann. Bindungen. Person. Usogumo da. Freudenviertel von Yoshiwara. Was machen wir? Gehen wir da erstmal hin. Das müsste da sein, wo ich zuletzt mit Taka geredet habe. Das war doch auch hier oben da. Freudenviertel von Yoshiwara. Mhm. Denn da ist sie auch. Perfekt. Dort befindet sie sich. Quatschen wir mal mit ihr. Weil ich habe schon die Hälfte der Katzen, glaube ich, gefunden. Für irgendwie über 50 von 100 oder so. Sie ist hier drinnen. Da steht sie mit ihren Katzen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, dir auch, so wie es aussieht. Mit den Katzen. So viele meiner Katzen sind zurückgekehrt. Ich bin so froh, dass ich euch damit betraut habe. Ehrlich gesagt dachte ich, dass ihr das Interesse daran verlieren werdet, mir zu helfen. Ihr seid schon irgendwie seltsam. Euch all diese Mühe zu machen, um so viele meiner Katzen zu retten. Tja, so bin ich, ne? Ich habe die zufällig gefunden. Habe wohl eine Spürnase für Katzen. Ihr seid wirklich ein echtes Naturtalent. Wie dem auch sei. Ein paar meiner Katzen sind immer noch nicht gefunden worden. Und ich habe keine Ahnung, wie lange sie noch durchhalten werden. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht erwartet habt, dass ich so viele besitze. Womöglich ein Grund zur Sorge. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wäre ja so dankbar, wenn ihr auch den Rest meiner geliebten Samtpfoten ausfindig machen könntet. Ihr werdet auch nicht leer ausgehen, versprochen. Okay. Sollte man sich Sorgen machen, wenn jemand 100 Katzen hat? Wenn ihr nicht geradezu beschäftigt seid, habt ihr vielleicht etwas Zeit für einen Spaziergang mit mir, um auf andere Gedanken zu kommen? Spazieren gehen? Aber ohne Katzen. Okay. Gute Idee, gerne.
Dann lasst uns gehen. Ich fürchte, ich bin derzeit nicht gerade in der besten Verfassung. Tag und Nacht kann ich an nichts anderes mehr denken als an euch. Es mag nur Liebeskummer sein, doch bei solch unerträglichem Schmerz könnte man meinen, ich sei krank. So schwer krank, dass ich fürchte, bald Blut zu spucken. Wie töricht von mir, mich in einen Gast verliebt zu haben. Doch mich von den Fesseln der Gesellschaft zu befreien, bleibt ein ferner Traum. Und dennoch, meint ihr, ihr wärt imstande, eine Kurtisane wie mich zu lieben? Und könntet ihr es in Worten zum Ausdruck bringen? Dass ich fast so am Blut spucken es sei, das hört sich aber gar nicht so gut an. Für so etwas habe ich keine Zeit. Das kann ich. Oh, es erfüllt mich mit Freude, das zu hören. Sagt, habt ihr vielleicht auch an mich gedacht? Ich mag eine Nachtigall sein, der es nicht vergönnt ist, der Gefangenschaft ihres Käfigs zu entkommen. Doch mein Herz wird immer bei euch sein. Da hat sie das besser in Worte gefasst als wir. Verborgener Schwur. Okay. Okay, das ist der verborgene Schwur. So sehen Liebesbeziehungen in diesem Spiel hier aus. Reicht ja. Verwandte Einträge überspringen, das war's. Aber cooles Bild, wie sie hier stehen. Feuerschwanz, es gibt eine Waffe? Titel, Schwarm, okay. Titel erhalten, noch was? Das hat uns eine Waffe gegeben. Ist das eine Naginata? Nee, das ist keine Waffe. Was hat sie uns gegeben? Eine Rüstung? Ah, das ist hier so ein Accessoire. Ach, schade, das sah aus wie irgendwas anderes. Nee, hier ist das auch nicht. Oder oben? Feuerschwanz, was hat sie uns gegeben? Bin ich blind? Hast du nirgendwo gefunden? Ich hatte auf ein weiteres Treffen gehofft. Okay, da haben wir jetzt einiges zum Quatschen jetzt danach. Lasst uns reden, nur wir zwei. Ich muss dir etwas sagen. Ach, was würdet ihr denn gerne mit mir besprechen? Gibt es Gäste, die dir Kummer bereiten? Was habt ihr euch nur dabei gedacht, mich nach so etwas zu fragen? Wen ich auch unterhalten mag. Was sie auch verlangen mögen. Mein Herz gehört nur euch. Ich bin gerührt, dass ihr euch solche Sorgen macht. Allein eure Worte reichen aus, um mir meine dunklen Tage zu erhellen. Willst du nicht raus aus dem Freudenviertel? Wollt ihr mir etwa einen Antrag machen? Macht euch keine Sorgen. Ich weiß schon, dass ihr das nicht so gemeint habt. Nein, ich habe kein Verlangen, von hier fortzugehen. Bis zu dem Tag, an dem wir vielleicht zusammen sein können. Natürlich würde ich euch um euretwillen überall hin folgen. Sogar bis in die Tiefen der Hölle, nur um an eurer Seite leben zu dürfen. Sie ist so dramatisch. Okay. Oh. Komm mich doch mal wieder besuchen. Ja, mach ich. Aber dass wir nicht die Ausrüstung bekommen haben.
Vielleicht war es auch was fürs Langhaus oder so, was wir da irgendwo hinstellen können. Verborgene Schwur, da haben wir es. Ein Schwur, den du mit einem Verbündeten eingegangen bist, dessen Gunst du gewonnen hast und mit dem du eine intime Beziehung beginnen möchtest. Du kannst nicht nur besondere Gespräche mit so einer Person führen, sondern auch besondere Accessoires als Zeichen der Zuneigung von ihr erhalten. Accessoires. Accessoires klingt nach Kleidung oder sowas. Dafür müsste ich dann zurück ins Langhaus. Aber da muss ich sowieso hin, weil Ryoma wartet dann noch vor der Haustür. Bei Taka war ich kurz davor, diesen Gunstbalken voll zu bekommen, aber dann kam der blaue Dämon. Da habe ich nur den Stufe 4 Bindung bei ihr bekommen. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich hier bin. Nee, nö. Nee, auch hier ist nichts Neues. Accessoire oder so, auch keine neuen Sachen drin. Nope. Auch keine Dekoration, weil sonst würde es auch halt neu angezeigt werden. Musst du schon los? Mhm. Dann machen wir mit der Hauptgeschichte weiter. Wir heute noch ein bisschen Action zu sehen bekommen hier. Revolver habe ich bekommen, aber das war nicht. Flammenwerfer war es auch nicht. Könnte schlimmer aussehen, nicht wahr? Und hier wird uns sicher keiner so leicht finden. Und heute sind viele Beamte auf Patrouille. Draußen zu schlafen wäre riskant. Das war eine gute Entscheidung. Weißt du, was danach geschah? Jemand soll den roten Dämon auf seinem Anwesen getötet haben. Viele glauben, er kam bei unserem Angriff um. Wobei das wirklich keine große Überraschung ist. Ja, wir haben die Sequenz gesehen, dass die Zwillingsschwester aufgetaucht ist und den roten Dämon dann von hinten erdolcht hat. Weißt du, wer der wahre Täter sein könnte? Ich weiß, ich hab's gesehen. Meinetwegen kam der rote Dämon davon. Ja, das ist wahre Absicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Wäre es einer von uns gewesen, würde er es nicht verheimlichen. Jedenfalls ist der rote Dämon nun Vergangenheit. Und wir konnten Meister Shoin ein Stück weit rächen. Weißt du, was du als nächstes tun wirst? Ich werde zu Katsura gehen und sehen, was er vorhat. Okay, mich in Edo umsehen. Den Samurai mit der Dämonenklaue suchen. Erstmal werde ich mich in Edo umsehen. Das ist dein erster Besuch in dieser Stadt, stimmt's? Jo. Wenn du dich umsiehst, geh auch bei der Shoshu-Residenz vorbei. Na gut, ich gehe jetzt. Bis später. Hau rein und danke für das neue Langhaus. Was genauso aussieht wie mein altes. Okay, triff dich mit Ryoma bei der Residenz des Shoshu-Clans. Okay. In Edo gibt es Orte, an denen du für das Sammeln von Katzen, Fotografien und die Bestrafung von Flüchtigen Belohnung erhalten kannst. Ich weiß, wie in jedem Gebiet. Ja, aber einige Gebiete hier auch schon fertig. Deswegen habe ich auch so viele Katzen. So, dann kümmern wir uns vielleicht mal um ein paar Nebenaufgaben. Die Residenz ist hier oben. Triff dich mit Ryoma bei der Residenz von Shoshu. Stufe 19. Wir hatten hier noch eine. Schmutziges Geld. Weil das hier gleich in dem Gebiet ist, können wir damit anfangen. Schmutziges Geld heißt das Ganze. Und dann gehen wir hier hin. Das müsste auch hier sein mit dem tollen Feld, wo die Pflanzen im Wasser stehen, oder? Ja, guckt euch das mal an, ey. Die stehen hier komplett in diesem Wasser drin. Aber voll viele. Bis es denn da noch einen Schrein gibt, wo man beten kann. Ich meine, klar, die Engine, die sie benutzen, ist limitiert von der Grafik her, aber sie wissen halt, wie man stimmungsvoll das einsetzen kann und wie man damit stimmungsvoll trotzdem solche Umgebungen schaffen kann. Sodass es für mich schon wieder
echt gut entspannt aussieht und passend für dieses Spiel. Auch wenn wir im November eine ganz andere Grafikqualität bekommen, wenn den Assassin's Creed Shadows rauskommt und dann Japan da nochmal in einem anderen Licht sehen. Oder Ghost of Tsushima, was auch nochmal einen ganz anderen Grafikstil hatte. Wissen Sie hier trotzdem, wie man stimmungsvoll auch mit dieser Technik das noch heutzutage umsetzen kann? Finde ich schön. Es passt halt sehr gut. Schmutziges Geld, damit geht's weiter. Dreckige Diebe! Ja? Mein ganzes Geld ist weg! Das Geld, mit dem ich meine Tochter aus dem Freudenviertel freikaufen wollte! Schon wieder jemand, der seine Tochter verkauft hat? Warum kriegen wir ständig Quests, wo Väter ihre Tochter verkaufen? Das war auch der andere, der kurz vorm Sterben war, der seine niederländische Tochter verkauft hat. Und hier wieder einer? Die Zeiten damals waren echt schlimm, oder? Wie sahen sie denn aus? Sie sahen fies aus. Ja, richtig fies. Ich brauche das Geld, um meine arme Tochter zu retten. Bitte, könntest du dich darum kümmern? Okay, da die Quest schmutziges Geld heißt, ist das bestimmt nicht die ganze Wahrheit, die er uns hier erzählt. Ich kümmere mich darum. Wirklich? Ich stehe in deiner Schuld. Die Diebe sollen ihr Versteck in einer Höhle ganz in der Nähe haben. Da ist sicherlich auch das Geld. Na, wie du meinst. Begib dich zum Quartier der Banditen. 500 Meter, oh je, das ist aber gar nicht so nah. Was ich gut finde, was sie hier gut hingekriegt haben, sind die Charaktere, die Gesichter und so. Und natürlich Kampf und Animation, aber das machen sie halt seit Jahren. Ich meine, das Studio ist groß geworden mit den Ninja Gaiden-Spielen. Ich weiß nicht, was sie vor Ninja Gaiden gemacht haben, aber Ninja Gaiden ist halt auch schon sehr alt. Dann die Nioh-Spiele und Wukong, also was Kampfsystem angeht, da kannst du dich halt nie beschweren bei dem Studio Team Ninja. Da ist das der Name Programm, Team Ninja, einfach. Und wenn sie jetzt weiterhin die Skills noch ausbauen, was sie jetzt hiermit angefangen haben, ein Spiel mit viel Geschichte, mit viel Gesprächen und so einer Open World, dann könnten die nächsten Jahre von dem Studio vielleicht nochmal gute Überraschungen hervorbringen. Sonnenuntergang. Wir müssen darüber. Pferd, gehst du durchs Wasser? Ist nicht tief, ne? Geht? Geht. Da ist die Höhle. Schleichen uns an. Na, warum nicht jetzt? Solche Ereignisse gehen immer vor, weil die sonst wieder verschwinden. Der hier steht abseits, der kriegt es nicht mit, wenn ich ihn von hinten messer. Hey. Au. Ja, so einer von der schnellen Sorte hier. Alter, wieder nur eine Kopfnuss raus. Der Schlag ist nur das hier? Okay. Na endlich. Neue Waffe in der Hand und schon siehst du im Kampf wieder aus wie ein Clown. Wo ist der andere hin? Hinter mir. So, wo wir gerade von Ninja Gaiden gesprochen haben, habe ich auch eine Hayabusa-Haltung hier. Das müsste diese hier sein. Hayabusa hatte auch ab und zu diese Waffe in der Hand in Ninja Gaiden und das ist die Hayabusa Ryo-Haltung. So heißt die auch hier im Spiel. Gibt eine Haltung für die Naginata und natürlich die Haltung für das normale Katana. Ziemlich cool.
ist keine Haltung. Hier ist kein Schwert. Ich glaube, die hier habe ich auch noch nicht benutzt, die Haltung. Hört sich cool an. Ja! Okay, dann gehen wir jetzt zur Höhle. Die Banditen hier sind weg. Was treiben die hier noch? Ja. Den habe ich nicht gesehen. Der war getarnt, weil er die gleiche Farbe hat wie der Stein. Okay. Kannst aber eigentlich nicht reinschleichen, wenn du von der Seite kommst. Ich hätte dich oben... Da hingehen können, dann hätte ich Gegner machen können. Ah, ich bin vergiftet. Wegen dem Typen da. Okay, er ist weg. Das Gift ballert ganz schön rein. Ich schaffe das Geld wieder. Muss also hier irgendwo noch sein. Ah, die haben eine Kiste. Wieder fette Beute. Es gibt nichts Schöneres als Wegelagerei. Ich habe keine Haltung für dich. Wer bist du? Das hier gehört mir. Ja, sehe ich auch so. Oh, schön. Der Schütze. Da. Nicht oben diesmal. Hier sind noch mehr. Na, gegen den passt die Haltung wieder. Gib den Bauern das Geld zurück. Pferd? Jetzt habe ich nur zwei schwere Waffen dabei. Einmal die Naginata und dann immer noch das Odachi. Aber das Odachi, das hat aber auch einfach den höchsten Angriffswert bei mir mit über 300. Hier ist die Kiste. Dankeschön. Da war hier bei der schönen Treppe. Und Mount Fuji wacht über uns die ganze Zeit. Bis er ausbricht und Lava spuckt. Dann sollten wir laufen. Schon wieder dunkel.
schade. So, wir sind beim Bauern angekommen. Oh, ist das seine Tochter? Oder ist das seine... Schäm dich, was? Immer diese Lügen! Verdammt! Deine erbärmlichen Spielchen stehen mir wirklich bis hier! Ah! Ja... Okay. Ich sagte, der hat gelogen hier. Du hast bestimmt alles gehört. Meine Frau hat mich erwischt. Seine Frau war das? Ehrlich gesagt, mir wurde überhaupt kein Geld gestohlen. Okay, ihm wurde kein Geld gestohlen. Das heißt, wir haben die Banditen... Wir haben jetzt denen das Geld gestohlen. Seine Frau ist sauer. Okay. Und was ist jetzt mit der Tochter? War in der Hinsicht wenigstens ehrlich? Tut mir leid. Und ich habe auch keine Tochter. Toll. Übrigens, was hast du jetzt mit dem Geld vor? Frage ist doch, was hattest du damit vor? Wenn du nichts Wichtiges damit vorhast, dann kriegst du es nicht. Bekommst es nicht, das steht fest. Ich gebe es dir, aber hör auf zu lügen. Verwende Redekunst überzeugen. Können wir den überzeugen? Ich meine, ich brauche das Geld nicht. Ich habe genug. Aber ich weiß nicht, ob man so einen, der solche Spielchen treibt, überzeugen kann. Weil wir haben seine Frau gehört, der macht das wohl häufiger. Aber vielleicht bin ich ja überzeugend. Mal gucken. Was? Kaum zu glauben, dass es noch Menschen wie dich gibt. Ich kann das Geld nicht annehmen. Aber ich werde nie mehr lügen. Glaub mir, nie wieder. Okay, das kommt überraschend. Wir haben das Geld behalten können also. Das waren nur 10? 10 Münzen? Ich habe 292.000. Danke für die 10. Okay, danke schön. Das war's. Das war schmutziges Geld. Ah, guck mal, wir konnten ihn aber überzeugen, dass er nicht mehr lügt. Fahren mit der Story fort, da kann ich nichts machen. Können wir dann in der nächsten Episode die nächsten Aufgaben machen. Hier ist noch eine Nebenaufgabe, die ist schon offen. Und hier, da, hier muss ich irgendwie erfinde eine Technologie, um Folgendes machen zu können. Da brauche ich den Erfinder wieder. Den Erfinder habe ich jetzt hier in Edo noch nicht gefunden. Wahrscheinlich steht er auch wieder in einem Atelier rum, aber ich weiß noch nicht, wo das hier ist in der Gegend. Igachichi hier. Wichtige Information, Ort. Da ist noch Fragezeichen dran. Ich habe ihn noch nicht entdeckt in Edo. Und bei denen muss ich dann erstmal wieder neue Technologie lernen, um da die Quest fertig zu machen. Mal gucken. Machen wir weiter. Das Outfit ist übrigens cool. Ich finde den Drachen da unten, also diese ganze Bemalung auf diesem Kimono ziemlich, ziemlich cool. Auch die Farben und so. Sieht nice aus. Passt zur Waffe. Okay, Leute, das war die heutige Episode 34. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank dafür für die Unterstützung. Und dann geht es in der nächsten Episode weiter mit 35. Und dann machen wir noch weiter Nebenaufgaben. Und ja, werden vielleicht noch schöne Orte hier in Edo sehen. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.